So sieht ein Brisket aus, wenn es aus dem Dutch Oven kommt. Das glaubt ihr nicht? Na dann bleibt mal dran. Denn es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Schon seit längerem spiele ich mit dem Gedanken, das mal auszuprobieren. Und just letztes Wochenende war es soweit. Das hier ist ein Beef Brisket von Oberpfalz Beef, der Metzgerei Lotta. Vielen Dank dafür an dieser Stelle für die Bereitstellung dieses hervorragenden Stückes. In der Regel gibt es bei dem Brisket noch die ein oder andere Fettauflage. Da könnt ihr dann selber entscheiden, wie viel ihr davon noch dran haben wollt. Ich trimme noch etwas von dem Fett weg. Von beiden Seiten. Hier im Schnelldurchlauf. Und dann können wir das Ganze auch schon salzen. Ich habe hier Terrano Meersalz genommen, die 0815 Barbecue Gewürzmischung. Wenn ihr das nicht könnt, nehmt ihr einfach einen Teil Meersalz, einen halben Teil, in dem Fall also sprich, sagen wir mal, einen Esslöffel ungefähr, getrockneten Oregano und getrocknete Tomaten. So, 2:1:1. Ein Grillkollege von mir sagt immer, Support ist kein Mord. Wenn ihr euch natürlich mal das Terrano Meersalz im Original anguckt, bin ich euch natürlich auch nicht böse. Link packe ich wie immer in die Videobeschreibung. Dann nur gucken, dass das Brisket möglichst von allen Seiten etwas von der Mischung abbekommt. Ihr könnt auch einen Texas Dalmatian Rub machen, also nur Salz und Pfeffer zu gleichen Teilen. Das geht genauso. Und jetzt hauen wir das ganze Ding auf den Mono, weil trotz Dutch Oven Garzeit, die die Sache extrem verkürzt, hätte ich eigentlich ganz gerne noch etwas Raucharoma. Also gute 2 Stunden auf den Mono mit ordentlich Holzrauch. Mein 12 Inch ist, glaube ich, ein 12er Lodge. Dutch Oven ist vorbereitet. Der hat etwas gelitten, aber das tut dem tut jetzt hier keinen Abbruch. Wir haben etwas Olivenöl kurz reingemacht. Wir haben ein paar Coco-Cola Long von Mac Briquette unten drunter geschoben und haben dann Zwiebeln, Karotten und ihr könnt jetzt alles Mögliche da reinhauen. Sellerie, halt Röstgemüse. Das in der Mitte ist im Übrigen die Halterung von meiner Mikrowelle mit der Grillfunktion, ja? Also zum ersten Mal habe ich eine Verwendung gefunden für dieses Teil. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr mit dem Brisket nicht an den Deckel kommt. Also ich habe jetzt gleich gemerkt, dass ich an den Deckel drankomme und habe dann auch unten etwas davon ein bisschen umgebogen. Wir geben jetzt hier noch eine Flasche Schwarzbier dazu. Das ist Augustiner Schwarzbier. Und lassen dann unser Brisket, nachdem es dann 2,5 Stunden geräuchert hat, nochmal die gleiche Zeit, 2,5 bis rund 3 Stunden, in dem Topf. So sieht das Ganze dann aus. Zeit extrem abgekürzt. Jetzt müsst ihr ein bisschen gucken, wo die Faser vom Fleisch entlang läuft. Ja. Und ich würde sagen, das hat, wie gesagt, das hat die Garzeit für so ein Brisket enorm verkürzt. Wenn ihr das Ganze nur im Dutch Oven machen wollt, geht das natürlich auch. Dann hat es zwar nicht mehr so viel von dem Brisket-Charakter, dann ist es halt ein Schmorbraten. Aber für alle, die keine Ausrüstung haben oder keine Lust oder was auch immer die Motivation ist, kein Brisket mal auszuprobieren, was irgendwie 18 bis 24 Stunden geht, ist das vielleicht eine Möglichkeit. So, man kann es jetzt schon erahnen, wenn ich das Teil wegnehme. Ein sensationeller Rauchring. Also das hat wirklich sehr gut funktioniert. Zur Zartheit des Briskets muss ich sagen, es hätte jetzt nicht geschadet, wenn es, glaube ich, noch eine Stunde länger drin gewesen wäre im Dutch Ofen. Also ungefähr 3,5 Stunden. Aber das muss man vielleicht auch noch ein bisschen üben. Also probiert es mal aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal, wenn ihr dem mal eine Chance gebt. Ich weiß, jetzt werden einige unken, klassisches Barbecue ist es natürlich nicht, ist mir klar. Aber es gibt ja mittlerweile auch Pulled Pork aus dem Dutch Ofen. Ich hatte schon Krustenbraten aus dem Dutch Ofen und auch schon genug Brisket so gemacht. Saftig ist es allemal. Ich würde mich jetzt über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar. Rechts unten auf dem roten Button, den ihr jetzt im Bild seht, könnt ihr klicken, dann habt ihr ein Abo sicher. Ansonsten bedanke ich mich für euer Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.